Na, wie geht's denn so? Und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Es wird Zeit, sich umzuziehen und Action zu machen. Scheint's fertig zu sein. Probier, bla bla bla. Okay. Anziehen. Okay, ich bin soweit. Alles klar. Es wird Zeit, sich umzuziehen. Macht es da, Fighter! Gespannt, wie schön ich aussehe. Ha, wunderschön. Nicht schlecht, das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht, sollen wir es versuchen? Dank, dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Versuch eleganter zu laufen, ungefähr so, Fräulein Cloud. Was meinst du mit eleganter? Du bist echt süß, Fräulein Cloud. Ich möchte auch eins. Hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie ist das? Wie wäre es mit denen? Vater, was redest du? Dies ist viel schöner. Ach, was redest du? Dieses. Ich möchte dieses. Wie? Ich ziehe mich jetzt um. Nicht gucken. Und? Wie sehe ich aus? Wow. Ach, du bist ein Langweiler. Also, ich finde dich hübsch. So. Showdown. Auf zum Puff Daddy. Nur näher sehen könnte. Naja. Junge, deine Freundin ist auch ganz schön heiß. Hereinspaziert. Zwei Damen kommen. Schickes Häuslein. Hallo, meine Damen. Ich werde dem Don Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wart hier und schnüffelt nicht rum. Das ist unsere Chance. Komm, suchen wir Tifa. Alles klar, wir suchen Tifa. Tifa. Und die ist hier. Tifa? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Aeris. Cloud hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Ach, du warst doch mit Cloud im Park. Ja, mit Cloud. Oh. Mach dir nichts draus. War ein Zufallsbekanntschaft. Es ist nicht der Rede wert. Was meinst du? Mach dir nichts draus. Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Cloud und ich sind zusammen groß geworden. Nichts weiter. Armer Cloud, da muss er hier stehen und zuhören, wie wir ihn nichts nennen. Was, Cloud? Cloud? Oh, Mann. Ja, ich bin's. Cloud! Was hast du denn da an? Und was machst du hier? Vergiss es. Was ist nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt? Lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich hab die Sachen hier an, weil ich sonst nicht hier reingekommen wäre. Mir geht's gut. Aeris hat mir geholfen. Oh, Aeris. Tiff, erzähl mal. Was machst du denn hier? Tja, ich halt mir einfach die Ohren zu. Hä? Voll unnötig. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke. Was ist denn passiert? Also wir... Als wir vom Reaktor Nummer 5 zurückkamen, war da dieser seltsame Mann. Naja, und Barrett schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm raus. Und da wurde der Don erwähnt. Aha, Don Corneo.
Barrett hat mir gesagt, ich sollte dem Lustmolch aus dem Weg gehen. Aber etwas beschäftigt mich. Ja, du wolltest also die ganze Sache direkt von Corneo erfahren. Und drum bin ich hierher gekommen, aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich drei Mädchen, wählt sich eine aus und dann... Und, naja. Na, und ich muss heute das Mädchen sein, das ist die einzige Chance. Entschuldigt, ich habe zufällig zugehört. Wenn du die drei Mädchen kennst, gibt's doch kein Problem, oder? Naja, aber... Also, wir haben hier zwei, richtig? Nein, Aris, ich kann es nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Oh, aber Tifa darf sich in Gefahr begeben. War es jetzt begeben? Ja. Nein, ich will auch nicht, dass Tifa mitmacht. Wär's dir recht, ich bin in den Slums groß geworden. Ich bin an Gefahr gewöhnt. Vertraust du mir? Ja, denke. Denke. Ja, danke, Frau. Frau Aris. Nenn mich Aris. Hä? Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf euch. Jetzt bin ich mal gespannt, wen er nimmt. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt nicht rumschnüffeln. Also, Frauen heutzutage. Nun macht schon. Ich brauch wahrscheinlich gar nicht zu fragen, aber das dritte Mädchen bin ich. Bin ich, nicht wahr? Du hast recht, es wäre unnötig. Zu fragen... Ah, na dann. Auf geht's. Kutsch. Also, meine Damen, stellt euch vor dem Don auf. Ich bin echt gespannt, wen er nimmt. Ich hab alles und... Ja. Gut, großartig. Also, dann wollen wir mal sehen, welches Mädchen soll ich mir aussuchen. Das hier? Oder das? Ja, ich habe mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist... dieses schlanke kleine Mädchen. Don, du hast einen prima Geschmack. Ihr könnt die anderen haben. Ja, Chef, vielen Dank, Chef. Also gehen wir, meine Schöne. Der hat mich nicht ausgewählt, der hat doch keinen Geschmack. Okay, es heißt Aris befreien. Wieder einmal. Das werden wir schon hinbekommen. Hey Jungs, wir haben Besuch. Wir werden uns gut um euch kümmern. Das haben wir alles unserem Boss Don Corneo zu verdanken. Hä, hey, ein dreifaches Hoch auf Don Corneo. Ha, also meine Damen, sind wir soweit? Warum Damen? Chillt mal. Leute. Hey da, langsam, warum denn so schnell? Warum bleibt ihr nicht ein bisschen hier? Wir werden richtig nett zu euch sein. Warum ihr? Ich bin doch... Tanz mit mir, Süße. Man sagt, dass wenn zwei miteinander tanzen, ihre Herzen auch eins werden. Alles klar. Oh, deine Augen, die glühen hier geradezu. Du kannst mit mir machen, was du willst, Schatz. Hilfe! Komm schon, Schatz. Hey, hey, mir wird ganz anders. Juhu, willst du tanzen? Lass dich nicht verschanzen. Vielleicht kommt's zu Romanzen. Alles klar? Hey da. Ah, lass mich raus. Hilfe. Oh, Phoenix wieder. Danke.
Mann, lass mich. Was mache ich? Ey, was ist denn los? Soll ich ein bisschen bei dir sitzen? Nein, das ist sehr nett, aber nein, danke. Weil, von einem struppigen Etwas wie dir will ich nichts wissen. Huh. Verwandlung. Ein Mann? Verflixt nochmal, du dachtest, du könntest ungestraft davonkommen. Schnappt den euch, prügelt ihn durch. Alles klar. Da kommt's zum Kampf. Eskalation. Zack. Einmal. Zweimal. Dreimal. Alle tot. Also noch jemand. Also los, was ist denn mit euch Nieten? Nun kommt schon, ich zeig euch, wie es geht. Alles klar. Noch mehr Lappen. Haben wir gar kein Problem damit. Weg mit dem Reuten. Ah, verdammt, der hat weh. Autsch. Autsch. Alles klar. Das behalten wir mal. Blitz. Hast du es bald, du Pfeife? Alter, übertreib halt. Blitz. Er wird überlebt. Alles klar. Ich werde mich mal kurz heilen. Ein bisschen kritisch. Ich habe auch noch kein einziges Mal trainiert, also das müssen wir noch dazu sagen. Nochmal, Blitz! Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich kein Limit mache. Hat einen folgenden Grund, den ihr bald erfahren werdet. So. Dann retten wir mal Tifa. Zack, 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 zack. Cloud! Oh, Tifa muss man gar nicht retten. Alles klar. Tifa, alles okay? Natürlich, wenn du mich nicht ernst nimmst, musst du dafür bezahlen. Hat doch nichts damit zu tun, ob ich dich ernst nehme oder nicht. Einfach nur. So. Du nimmst Eis zu dir. Ich nehme Schutz. So. Und los geht's. Ares! Wuhu! Komm, sei doch nicht so schüchtern. Ja, aber dann können Sie mir zuerst etwas erklären. Natürlich, Liebes. Ich werde dir es ganz langsam Schritt für Schritt erklären. Also komm. Alles klar. Nein, das meine ich nicht. Nein, halt, warten Sie doch. Warten Sie noch ein bisschen. Komm. Au. Ich kann nicht länger warten. Hier kommt Papa. Cloud. Was zum Geier? Ist los, wer ist da? Entschuldige, Don. Verstehe, was? Halt den Mund, jetzt stellen wir die Fragen. Was sollten deine Agenten herausbekommen? Rede, wenn du es uns nicht sagst. Hacke ich ihn ab. Hacke ich ihn ab. So, jetzt hab ich's. Nein, bloß nicht. Ich werde reden, ich erzähl euch alles. Also erzähl. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Gewehrarm war. So war mein Befehl. Von wem?
Nein, wenn ich euch das sagen würde, würden die mich umbringen. Red schon, wenn du uns nichts sagst. Reiß ich dir was ab. Es war Heidegger von Shinra. Heidegger, der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit. Der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit? Hast du Shinra gesagt, was haben die vor? Sag schon. Wenn du es uns nicht sagst, zerschlage ich sie. Eigentlich hätte es zerschlage ich ihn. Und so. Du meinst es ernst, nicht wahr? Oh Mann, ich mache auch keine Spielchen, weißt du? Shinra versucht eine kleine Rebellgruppe namens Avalanche niederzuschlagen und will ihr Versteck infiltrieren. Und Shinra sie wirklich niederschlagen im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie den Pfeiler der Platte über ihn sprengen. Den Pfeiler sprengen? Weißt du, was passieren wird? Die Platte wird Peng machen und alles wird kaputt gehen. Ich habe gehört, ihr Versteck ist in den Slums von Sektor 7. Ich bin bloß froh, dass es nicht hier im Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums im Sektor 7 zerstören? Cloud, kommst du mit mir zum Sektor 7? Klar, Tifa. Na, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, wartet, es dauert nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie sich ein Dreckskerl wie ich fühlt, wenn er von Wahrheit redet? Weil du nicht weißt, was los ist? Fast richtig, aber kein Preis. Well, fuck that.